Hallöchen! Ich möchte dir einen kleinen Zwischenbericht abliefern, wie so meine Wohnungsauflösung, sprich meine Maximalminimalisierung vonstatten geht. Und ich bin jetzt hier in meinem ehemaligen Wohnzimmer und hier ist die Bombe eingeschlagen, kann man so sagen. Ich zeig dir mal, wie das hier so ausschaut. Ja, hier sind überall Sachen, 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 die ich alle noch sortieren muss. Die Kisten sind noch leer, lauter Haufen. Und diese sechs Kisten sind die Sachen, die ich bisher mitnehmen möchte. Und zwar habe ich auf dem Weg gemerkt, dass ich doch mehr behalten möchte, als ich am Anfang dachte, dass ich minimalisiere, aber ich merke jetzt, okay, ich muss jetzt radikaler werden, weil ich will nicht mehr als 10 Kisten haben. Ja, dieser ganze Berg hier, das ist alles zu verschenken oder zu verkaufen. Auf dem wahrscheinlich gehe ich am Sonntag noch auf den Flohmarkt bei einer Bekannten auf den Hof und ja, ein riesiger Berg. Das ist alles schon aussortiert sozusagen. Am Samstag habe ich ja auch die kleine Abschiedsparty, wo Freunde kommen. Die können sich dann auch alle was mitnehmen. Und in der Küche, aber falls es dir aufgefallen ist, alle Pflanzen sind weg. Die Lampe ist noch da, die gibt es noch, aber die Matratze ist weg und der Sessel ist weg und ganz schön viel ist schon weg. Genauso hier in meinem Badezimmer. Hallo, Echo. Hier stand eine rote Kommode und ein Regal. Die Waschmaschine ist auch schon eigentlich nicht mehr da. Die hat schon jemand genommen. Diesen schönen Wäschekorb werde ich auf die Straße stellen, weil der ist schon ganz schön kaputt. Aber ansonsten, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich bin schon sehr happy. Hier ist echt schon viel passiert. Und dann, das kommt auch noch auf die Straße. Hier die Kammer. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Ich werde mal ein Bild einblenden. Die ist komplett fertig aussortiert. Alles, was ihr seht, sind jetzt noch Haufen, die noch bestimmte Leute bekommen. Und aber da ist halt auch schon richtig viel passiert. Also die ist komplett einmal durchgesucht, durchsortiert. Ich habe eine ganz liebe Freundin, die mir dabei hilft. Hier ist noch mein Bett. Das hoffe ich noch zu verkaufen mit dem Lattenrost. Und, schwupsdiwupsdi, die Küche, da ist auch so ein bisschen die Bombe eingeschlagen. Alles wie wild, also das Sofa ist noch da. Der Tisch, der hier vorher stand, ist schon weg. Der kommt auf die Straße, weil der hat so ganz krasse Flecken und so. Den hatte ich auch von der Straße geholt. Hier seht ihr mal mein ganzes Obst und Gemüse, was ich immer so schnabuliere. Da ich ja jetzt keinen Herd mehr habe, hier stand mal der Herd, aber den habe ich eh nicht, der war eh nicht in Betrieb, sondern ich habe hier diesen Gaskocher verwendet. Und da ist aber die Gasflasche alle, also gibt es das auch nicht mehr. Ich bin quasi jetzt gezwungenermaßen komplett roh. Hier steht noch ganz viel Geschirr, was ich noch sortieren muss, weil nämlich das Regal, was hier an dieser Wand stand, schon weg ist. So. Diese Spüle steht da auch nicht mehr eigentlich. Die ist auch schon sozusagen reserviert. Die wird dann abgeholt, aber ich wollte sie noch ein bisschen behalten. Die Regale muss ich dann noch abschrauben. Ja, also hier ist echt schon einiges passiert innerhalb von kürzester Zeit. Heute ist Dienstag und am Wochenende ist echt am meisten passiert und weggegangen. Und jetzt zeige ich euch noch eine kleine Oase. Ich habe nämlich in den meisten Zimmern ist ja die Bombe eingeschlagen. Aber ich habe mir einen Raum erhalten, sozusagen, den ich ja ordentlich habe, leer habe, wo ich einfach mich zurückziehen kann und meine Ruhe habe. Dieses Schränkchen ist von meiner Oma ein Erinnerungsstück, das behalte ich. Und ja, den Teppich habe ich selbst gemacht, den werde ich auch behalten. Der ist gehäkelt. Ja, die Kommode habe ich mich jetzt auch entschieden zu behalten und nicht wegzugeben, weil ja, da ist schon eine ganz schöne Geschichte mit mir und ich mag die auch sehr. Und meine liebe Freundin, die mir hilft auszusortieren, hat gemeint, Kathi,
muss nicht so radikal sein. Deswegen habe ich jetzt doch noch ein paar Sachen hier, die ich behalten möchte. Und ja, ich glaube, ich habe einen ganz guten Mittelmaß. Ich werde es euch dann nochmal, wenn sie komplett leer ist oder je nachdem, so am Ende nochmal was zeigen. Das war's für heute. So sieht meine Minimalisierung aus. Ich mache vielleicht auch nochmal ein Video dazu, wie ich denn entschieden habe, was ich rausgebe und was nicht. Da habe ich jetzt gerade keine Geduld für. Ich wollte euch erstmal nur mal kurz so das kleinen Überblick geben. Also ich bin ganz guter Dinge. Morgen kommt nochmal meine Freundin zum Helfen. Und da werden wir wieder richtig viel schaffen, denke ich. Der Keller, da sind auch noch so ein paar Kleinigkeiten. Und morgen ist die Küche dran mit aussortieren, da bin ich schon gespannt. Aber wie gesagt, ich möchte radikaler sein, damit nicht mehr als 10 Kisten übrig bleiben. Und mal gucken, ob ich das schaffe. Du wirst es erfahren. Genau, also, bis zum nächsten Video. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Alles Liebe. Ciao.